Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans, zu einer neuen Folge von meinem Let's Play. Es geht weiter, ihr seht hier hinten, ja, da waren wir beim letzten Part, in Part 51. Da habe ich hier so ein bisschen an meinem Wikinger-Bereich rumgebaut, aber heute will ich mich um den Formel 1-Bereich kümmern. Sorry, erstmal, dass am Sonntag das Video nicht rausgekommen ist. Ich habe das leider nicht mehr geschafft, obwohl ich eigentlich letzte Woche Urlaub hatte. Und naja, ich war dann doch am Wochenende weg und ich habe es vorher nicht mehr geschafft. War irgendwie viel zu stressig, der Urlaub, wie das halt immer so ist. Ich habe mir aber jetzt beim Steam Sale diesen einen DLC gekauft, wo diese Achterbahn drin ist mit den Motorrädern. Und habe mir gedacht, irgendwie bin ich ja in meinem allgemeinen Formel-1-Bereich nicht ganz so zufrieden mit dieser Ecke, wo das Riesenrad ist. Und ja, vielleicht könnte man ja da diese Achterbahn hinmachen. Die ist ja auch was für die ganze Familie. Das ist ja jetzt nicht die Extreme-Thrill-Achterbahn oder sowas, ja. Und da habe ich mir gedacht, die bauen wir jetzt mal dahin. Das mache ich jetzt in diesem Part. Und am Ende gibt es noch so ein bisschen Live-Gameplay, wo ich euch mal wieder um Hilfe bete. Ich brauche Tipps. Ich bin mit meiner Kreativität am Ende. Und natürlich habt ihr immer super geile Vorschläge und die könnten wir dann versuchen umzusetzen in nächster Zeit. Ja, also ihr seht, ich guck mal erstmal hier, wo ich das Ding hinbauen, hinpflanzen kann. Ich brauche auch ein bisschen Strecke, um das Ganze zu beschleunigen. Und ja, schaut einfach zu, was ich mache, wie immer halt. Und ich gucke mir wie immer auch eure Kommentare an aus dem letzten Part. Ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt. Es ist jetzt echt schon eine Weile her, dass ich hier ein Video gemacht habe. Und ich bin ein wenig nervös. Ich wäre richtig krass nervös übrigens, wenn die Leute, die meine Videos gucken, live, also vor mir in Front zugucken würden. Wenn ich schon vor, weiß ich, 10 Leuten was sagen muss. Das finde ich schon immer ziemlich nicht einfach, ne? So, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin ja hier ganz alleine. Außer, dass hier noch 2 Katzen rumtun und die interessiert das nicht im Geringsten, was ich mache. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Aber, so, der letzte Part war im Prinzip ja Part 51, wo ich den Livestream nochmal kompakt zusammengefasst habe. Der hat direkt viel weniger Aufrufe als die anderen Videos, weil bei Livestream werden viele, glaube ich, immer kriegen, da klingen dann die Alarmglocken irgendwie rum. Fand ich da ein bisschen, ja, verstehe ich eigentlich nicht so ganz, aber gut, muss ich mal so hinnehmen. Und ich guck mal, was da so für Kommentare waren. Top-Kommentar, da hatten wir ja Wikinger-Bereich hauptsächlich gebaut und diese Wassereffektstelle gemacht. Und ja, die ist ja sehr gut geworden. So, der Konster schreibt, und im Gruselbereich könntest du einen Eurofighter bauen, der von einer großen Klippe in ein Grab runterstürzt und mal dann kurz unterirdisch weiterfährt. Finde ich eine geile Idee. Muss ich ganz ehrlich sagen, ihr habt echt. Deswegen will ich das auch, dass ihr mir Vorschläge macht. Ich muss nur gucken, dass ich die irgendwie umsetzen kann. Sorry, so. Wer dafür ist, gerne liken. Und da waren 14 Leute für. Und das ist für meine Verhältnisse sehr viel. Nenn den Themenbereich doch The Viking. Dann eine Frage. Was hältst du von Rollercoaster Tycoon 3? Spiel das Spiel aktuell und baue einen Themenpark gerade. Ich wollte mir auch Planet Coaster holen, aber mein PC ist zu schlecht. Rollercoaster Tycoon 3 fand ich damals nicht so gut. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil dieser Look mir nicht so ganz gefallen hat. Keine Ahnung warum, aber das ist ja schon ewig her, dass das rausgekommen ist. Ich habe das damals auf der Games Convention in Leipzig gesehen. Da konnte ich das live anspielen. Ich dachte irgendwie ist das, ich bin da nie richtig warm mit geworden, weil einfach, weiß ich nicht, nee, warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Irgendwie fehlte mir da was. Ich habe halt einfach auf Planet Coaster damals schon gewartet. Das, also wirklich, ohne Scheiß, ich habe auf ein Spiel wie Planet Coaster gewartet. Und das war, irgendwie hatte das was nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Für mich hat immer noch Rollercoaster Tycoon 2 mehr Spaß gemacht als Teil 3 in 3D. Ich habe es aber auch viel gespielt. Auch dieser Soaked war ja auch eigentlich ganz lustig, dass man da so ein Schwimmbad, Wasserpark bauen konnte. Das hatte schon irgendwie was. Ich habe mich, wie ihr seht, auch so ein bisschen an das Toverland gelehnt. So ein ganz kleines bisschen. Aber die Bahn ist halt so, denke ich mal, vom Stil her. Ich war ja im Toverland dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt mein Video gesehen. Und da war dieser Achterbahntyp ja da. Und Booster Bikes heißt das Ding da. Und das hat mir so Spaß gemacht.
Ich war da extrem positiv überrascht. Ich hatte bei meiner Freundin so ein bisschen Schiss, dass die da keine Lust hat. Also, dass die da so, ne, wegen der Beschleunigung und so. Aber mega Spaß und einfach wirklich sehr cool der Effekt, wenn die Wagen ins Wasser fallen. Ja, und hier hinten muss ich mir ein bisschen eng halten. Ja, keine Ahnung, ich kriege hier keine Blockbremse rein, aber dann ist halt am Ende nur ein Zug drin. Ist ja vollkommen okay, ist ja keine ewig lange Fahrt da von der Bahn. Ist alles noch im Rahmen, finde ich. Ja, das dazu. Juhu, es ist Sonntag, Modern Consumer Tag. Etwas, worauf man sich Sonntag freuen kann. Das freut mich, dass sich da einige von euch drauf freuen. Das ist echt immer ein Lob für mich. Das ist wirklich sehr angenehm. Jetzt ist die Kamera still. Habe ich irgendwie Pause gedrückt? Ah, ich habe Pause gedrückt. Ich spule mal lieber ein bisschen vor, weil sonst passt das am Ende nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber es wird alles wieder ein Riesenchaos bei mir geben. Gut, alle grüßen, also ich soll immer alle grüßen, habt ihr mir gesagt. Aber ich kann das ja mal machen, ne? Wenn einer fragt, grüß mich mal. Mal gucken, also ein, zwei Mal kann ich es ja mal machen. Mal gucken, was dann passiert, ob das ausartet oder sowas. Werden wir dann sehen, also in so einem Livestream auf jeden Fall. Mach doch einen zurück in den Zukunftsbereich, bitte. Ja, aber ich will halt im Zukunftsbereich eher so weltraummäßig, keine Ahnung. Aber das ist noch in so weiter Zukunft alles. Die Zukunft ist noch in so einer weiten Zukunft ferne. Ihr seht, ich bin wieder gut drauf. So, ich mache hier schwarz-gelbe Flitzer hin. Und die Bahn, ihr könnt immer, ne, macht Vorschläge. Ja, macht doch nicht schwarz-gelb, macht doch die und die Farbe. Und nimm die Bahnstrecke in der und der Farbe. Weil das sieht cool aus, habe ich auch schon mal ausprobiert. Gerne ja mit Vorschlägen, aber ich bin mit dem, was ich jetzt mache, auf jeden Fall erstmal zufrieden. Wenn ihr gute andere Sachen vorschlagen wollt, dann gerne her damit. Du könntest für den Minenbereich etwas Baron aus Efteling ähnliches bauen. Mhm. So. Auf jeden Fall, ja, hier der Felix Rios findet das gut, dass ich den Livestream kompakt gemacht habe. Konnte ihn leider nicht angucken, wollte keine 2 Stunden extra schauen. Das kann ich verstehen und das ist ja auch vollkommen okay. Ja, aber die Livestreams, bin ich eigentlich eher der Meinung, muss man was Special-mäßiges machen. Weil, wie gesagt, so kommen dann eher Leute nicht dazu, das zu schauen, obwohl sie es eigentlich gucken würden, theoretisch. Das schreckt halt, glaube ich, halt Leute ab. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, spiel Planet Zoo. Du kannst so gut bauen. Liebe Grüße, Florent. Und ich glaube, da wird sich der ein oder andere freuen, wenn ich sage, ich will es nicht bezeugen jetzt hier so und schwören. Ich schwöre nicht auf, ne, irgendwen. Aber was macht die Katze da? Aber wahrscheinlich werdet ihr am Sonntag das erste Planet Zoo Video bei mir sehen. Seid gespannt. Bei Regen ist es sehr gut ins Phantasialand, da man meistens nur 5 bis 10 Minuten warten muss. Lade mir gerade wieder Planet Coaster runter. Schönen Tag dir noch, euch. Sehr gut. Der 33353 zockt. 333 oder 33.353. Warum nennst du dich so? Hi, noch ein Tipp. Wahrscheinlich sagt er jetzt, ich nenne mich so, damit du fragst, wieso ich mich so nenne. Ja, wie gewohnt, Top-Video. Finde deine Videos immer informativ und danach habe ich auch immer Lust, Planet Coaster zu spielen. Danke für deine Mühe, die du dir immer mit deinen Videos machst, sagt der Jonathan Kralik. Vielen Dank für deinen Kommentar. Ich lese alle Kommentare, ne? Also wer mich noch nicht kennt oder noch nicht länger dabei sind, ist, ich lese alle Kommentare durch und die ich gelesen habe, kriegen ein Herz von mir. Immer. Jeder. Außer er beleidigt mich, dann lösche ich auch die Kommentare, ganz ehrlich, weil das brauche ich nicht auf meinem Kanal. Ich bin hier für den Spaß und ich muss mich von niemandem beleidigen lassen und das will auch kein Mensch haben. Ich hatte jetzt wieder, muss ich eine kleine Story wieder erzählen. Aber eigentlich will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es ist echt krass als YouTuber, ja. Du kriegst 100 Kommentare, alle positiv, Basti, super, toll, machst alles toll und super. Aber es kommt dann immer einer dazwischen und an den erinnerst du dich am meisten. Es ist einfach, es tut mir leid, aber das ist einfach so. Das Negative, was so raussticht, das sticht extrem hoch raus, trifft mich aber nicht, also der Stich trifft mich nicht. Aber es war ja wieder einer dabei, wo ich mir denke, was hat dieser Mensch in seiner Freizeit zu tun oder nichts anderes zu tun, keine Ahnung. Kommt auf Instagram, schreibt mich an, um mich dort zu beleidigen, mir doof zu kommen und keine Ahnung. Ich habe erst geantwortet, dachte, der will jetzt vielleicht, der kommt danach runter, wenn ich dann einfach, ich schreibe dann ganz normal zurück, wenn irgendwas kommt, wenn ich überhaupt schreibe.
Und dann macht er noch weiter. Ich will jetzt gar nicht sagen, warum, wo, weswegen der da rumgeschrieben hat. Aber also da, das geht absolut nicht in mein Verständnis rein. Ich habe den dann direkt, als ich gemerkt habe, das bringt ja nichts hier, habe ich ihn blockiert. Wozu soll ich mir das anhören? Wozu muss man sich das anhören? Muss ich nicht verstehen. Ihr braucht jetzt auch nicht schreiben, Basti, lass dir nichts von den Leuten sagen und alles gut. Ist alles gut. Ich habe da kein Problem mit gehabt. Also ich komme damit klar. Ich habe ja ein dickes Fell. Und ich finde es einfach nur lustig. Also ich finde es traurig, armselig und lustig zugleich, dass es Leute gibt, die tatsächlich nichts Besseres zu tun haben in ihrer Freizeit. Ich würde das niemals machen, wenn ich einen nicht mag. Oder, also, dann gehe ich doch extra nicht noch hin. Schreib dir noch extra eine Nachricht. Du, hier. Naja, okay. Okay, so ist das Leben halt. Aber da stehen wir drüber. Da stehen wir alle drüber. Kannst du eine Geisterbahn bauen im Horrorbereich wie im Moviepark, die Van Helsing Factory? Fand ich eigentlich ganz cool, so von der Aufmachung her. Bin ich auch schon mal mitgefahren? Ich behalte so viele Sachen, die ich auch in echt erlebe und so, oder was ihr schreibt, im Hinterkopf und gucke, vielleicht passiert auch irgendwas davon dann irgendwo in der Bahn. Mal sehen. Ja, die Bahn habe ich jetzt so gebaut und ich habe auch noch im Nachhinein, ich habe das alles fertig gebaut und dann habe ich mich geärgert, ach, es reicht noch nicht so ganz für ein Video, deswegen kommt jetzt gleich noch was hinten dran. Das ist mir im Nachhinein eingefallen, warum habe ich nicht einfach die irgendwie eine Halle gebaut, wo das Ding drin startet, so wie bei Silver Star im Europapark, dass man das irgendwie so macht. Jetzt ist das hier alles Natur pur so, aber ist auch okay. Aber ich kann ja immer noch eine Halle an dem Startpunkt bauen. Wir kommen jetzt zum Ende hier von dem Ding. Ich werde jetzt mal durch den Park gehen, live. Und vor allen Dingen habe ich das, was jetzt kommt, was ihr jetzt zu sehen bekommt, schon eben aufgenommen. Das ist alles total verrückt bei mir. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuhören, Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch so ein bisschen. Und wir sehen uns jetzt nochmal live im Park, wo ich da mal durchgehe und euch zeige und überlege, was ich da so bauen könnte. Weil ich keinen Plan habe. Es geht jetzt schon los, aber ich werde das hier umschneiden. Alles. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede. Wir machen jetzt einen Cut, einen Switch und wir sehen uns live. So, da sind wir jetzt live nochmal in diesem unglaublichen tollen Let's Play Park. Oh, guck mal, wenn man von hier guckt, wie groß das alles geworden ist. Meine Herren, also ich bin immer wieder fasziniert, was ich hier alles erreicht und gebaut habe mit euch zusammen. Und ja, ich mache jetzt das hier, bevor ich das aufgenommen habe, was ihr eben gerade gesehen habt. Aber ja, das soll ja nicht so schlimm sein. Ich mache einfach immer alles andersrum, als man es eigentlich macht. Echt schon krass, wie voll dieser Park ist. Ich habe jetzt auch mal ein paar mehr Leute hier reingelassen. Ich will noch mal gucken, ob da auch mal ein paar Leute hinten in den Formel-1-Bereich so reingehen. Aber ihr habt ja eben in dem Video gesehen, die neue Bahn, die gebaut wurde. Und hier der Weg, das muss ja alles noch gemacht werden. Ich weiß nicht. Ich habe echt noch keinen Plan, was ich hier so machen kann. Ja, man könnte hier nur schöne Blumen und Pflanzen hinmachen. Vielleicht mit Symbolen irgendwas arbeiten. Und dann hier das ein oder andere Gebäude hier links vielleicht schon mal hinmachen. Hier ein paar Verkaufsläden und hier rechts eine grobe Einstimmung auf den Formel-1-Bereich würde ich mir jetzt mal so grob überlegen. Ob die Bahn hier noch so weiterfährt, muss man auch gleich nochmal überlegen. Ich finde übrigens immer noch den Eingang von Viking Village, also es heißt ja noch aktuell Viking Village, kann auch sein, dass es sich noch umändert. Finde ich immer noch sehr episch, gefällt mir sehr gut. Ja, was machen wir dann hier so hin, ist halt die große Frage. Ich finde ja, hier müssen eigentlich ein bisschen Gebäude hin, Formel 1 mäßig. Und hier kommt auf jeden Fall eine Brücke hin mit hier roten Lampen für Gas geben jetzt, Formel 1. Und ja, hier könnte man einfach so Reifen noch vielleicht drumherum machen, dass hier so ein Reifenzaun praktisch ist vor diesem, yeah, da fährt die Bahn, vor diesem coolen Eckenbereich hier von der Bahn. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse hier alles mit, oh, der Baum guckt da auch durch, das ist unschön, unschön. Wo ist er? Das muss ich direkt wegmachen, weil das vergesse ich sonst, ich vergesse mich sonst. X gedrückt halten und jetzt einmal hier, so ein bisschen kann er ja durchgucken, ne, ich weiß nicht. Wie weit wir hier noch Platz haben. So, jetzt guckt er hier irgendwo durch. Ja, ist noch nicht alles Gold, was glänzt, ne? Ziehen wir den einfach hier so ein bisschen her. Gut, dann passt das auch. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr macht immer so gute Vorschläge. Ich weiß auch, die Bänke finde ich jetzt auch nicht so toll hier, ne?
Also hier muss noch so viel gebaut werden in diesem Bereich, bis der fertig wird. Und das sieht auch nicht gut aus. Hier ist keine Stütze. Kein Stützpfeiler. Da müssen wir doch nochmal überlegen. Ich habe hier mal so dazwischen frei gemacht, dass der hier durchfahren könnte. Muss ich mal testen, wie das dann aussieht und wirkt. Aber eigentlich ist es schon cool, wenn das Ding hier durchfahren würde, die Monorailbahn. Und das hier wird ja so eine Art Rennstrecke hier, ne? So ein Empfangsbereich. Hier muss dann auch noch der Zaun drumherum gebaut werden. Diese Lampen sind ja auch noch nicht wirklich fertig. Und ich hatte mich jetzt entschieden, als ich das gebaut habe, dass ich das so mache. Aber habe ich vielleicht im Video auch eben gesagt, vielleicht hätte ich das auch als Gebäude komplett machen sollen oder so. Aber ich finde es eigentlich auch so nicht schlecht. Und dass man vielleicht den Stil von dem Gebäude hier auch weiterbaut, damit das so ein bisschen Einklang hat. Und vielleicht auch nochmal eine Brücke dann darüber. Mal gucken, was man da so machen könnte. Es ist ja nicht alles final, aber die Bahn würde ich eigentlich so lassen, auch wenn die hier Spaß nicht extrem hoch ist. Wenn ihr da gute Vorschläge habt, natürlich gerne in die Kommentare damit. Und hier sind auch schon die ersten Mitfahrgelegenheiten. Vielleicht könnten wir ja eine Runde mitfahren. Ah, geht zu, es geht zu, es geht zu, wir steigen ein, wir fahren ja, da fahren wir jetzt mal mit. Super, ich setze mich auch einfach mal nach hinten. Oder mal auf den zweiten, hier mal auf den zweiten Platz, kann man sich da auch mal setzen. Dann sieht man auch, wie die Leute da drin so wirken. Echt mal eine coole Perspektive hier. Das ist wirklich eine chillige Bahn, für die Kinder gut fahrbar, für die ganze Familie ist das, finde ich, eine schöne Bahn. Ich bin hier jetzt so noch gar nicht mitgefahren, jetzt wo die Bäume hier alle stehen. Und die Farbe könnte man auch nochmal, obwohl ich finde die eigentlich ganz gut so. Yay! Ja, der wird die Faust hochgehoben! Yeah! Das heißt, er hat Spaß! Wirklich eine schöne, chillige, coole, kurze Fahrt. Und das Ding macht echt Spaß in echt. Ich bin es ja gefahren im Toverland. Und ich habe wahrscheinlich in diesem Video alles doppelt und dreifach gesagt. Jetzt gucken wir mal, wie die hier... Achso, die steigen ja nicht in Ruhe aus. Das geht ja klack. Ja, gut, der Sitz geht hoch und jetzt sind sie raus. Und haben sie Spaß gehabt, meine Damen und Herren? Haben sie Spaß gehabt? Wird hier gekotzt? Oder sonst was? Guck mal, so nur Erwachsene bis jetzt hier drin gewesen, ne? Also, hier sind dann vielleicht mal ein paar so... ist das Kind? Sieht so kindlich aus, ist es aber nicht. Könnte sogar schwanger sein, ne? Da ist so ein kleiner Ansatz eines Bauches zu sehen. Also, vielleicht sollte das hier auch mein Thumbnail werden. Falls ihr im Hintergrund meine Katze schreien hört, die muss jetzt ruhig bleiben. Die muss jetzt warten. So, cooles Bild. Auch ein cooles Bild. Sehr cool. Ich finde, die Bahn sieht sehr nice aus. Ja, gut. Was war jetzt noch los hier? Ruhig. Boxengasse war ja schon mal ganz gut. Hier müssen aber noch viele Schilder hin. Hier muss viel Werbung hin und noch Leute, die hier auch was verkaufen. Da ist noch nicht aller Tage Abend. Die Leute stehen hier schön an. Also da stehen die echt an wie die Bekloppten für, ne? Für so eine komische Go-Kart-Bahn. Also Kartbahn, sagt man ja. Sorry. So, hier müssen irgendwelche Pokale, Läden und irgendwas, was mit Formel 1 zu tun hat, hin, genauso wie hier in dem Bereich. Und ja, das Gebäude ist ja auch noch nicht final, da muss auch noch ein Dach hin. Wobei ich halt echt überlege, ja, die Monorailbahn passt hier nicht durch. Das Problem ist einfach, ich komme hier nicht um die Kurve rum, weil hier die Bahn ist und die müsste viel zu hoch fahren. Also ich muss mal schauen, ob ich die hier irgendwie vielleicht hier außen rum fahren lasse. Dann wollte ich ja hier noch eine Niki Lauda Gedenkecke hinmachen, irgendwie. Ey, da fahren Leute mit, ich glaube es nicht, aber sie fährt alleine. Warum fährt die alleine? Leute, die muss doch synchronisiert fahren. Naja. Also ich bin über jeden Vorschlag sehr froh. Natürlich kommt hier kein Holzweg hin, das macht ja gar keinen Sinn. Es müssen längere Warteschlangen da sein. Also die hintere ist eh lang. Und hier muss was rein. Und oh, ey, ich sehe da, das sind noch Wochen Arbeit hier für mich. Läden müssen hier hin. Und hier muss irgendwie auch noch einiges gebaut werden. Es muss einiges gebaut werden. Es wird auch ich muss hier auch eine eigene Brücke bauen. Heieieiei, ich sehe da viel Arbeit auf mich zukommen. Hier ist auch noch eine Ecke was frei, ne? Also ich habe hier eigentlich auch gar keine Attraktionen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe ja jetzt das Riesenrad weggemacht. Und Freefall Tower kann ich nicht hier hinmachen. Hier passt ja eigentlich gar nichts hin. Was soll hier hin?
Das ist alles zu eng hier. Das ist zu groß. Das Ding würde eigentlich vom Style her hier hinpassen, ne? In diese Ecke. Dass man noch eine Attraktion hätte. Könnte man sich überlegen, ob man das Ding hier noch reinstellt. Dann hat man wenigstens noch eine andere Attraktion hier drin. Wobei ich schon gerne eigentlich ja den Breakdancer haben wollte. Aber guck mal, wie viel Platz das Ding verbraucht. Unglaublich viel. Ich könnte es nur da drüber bauen. Ich könnte den Breakdance hier oben drauf bauen. Das würde gehen. Ich überlege gerade, sowas zu machen. Wäre auch mal was ganz anderes. So da, als Dach quasi. Breakdance als Dach, das haben auch nicht viele. Also, ne? Gut, das kann man ja immer noch von der Höhe. Das ist mal eine Aussicht von da. Aber da muss man wieder gucken, wie man mit dem Weg da hinkommt. Wäre tatsächlich... Oder... was mache ich denn hier? Was mache ich denn da? Oder das Riesenrad da drauf. Aber ich finde, das Riesenrad hat nicht so einen modernen Style, ne? Aber das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man das Riesenrad hier oben drauf stellen würde. Und das gekonnt geschickt da reinfriemelt, das Ganze. Ist natürlich auch wieder vom Realismusgrad nicht gerade so perfekt, weil wie soll da ein Riesenrad, also ist schon ganz schön schwer, so ein Teil, ne? Ja! Aber ein Breakdance, der passt darauf. Gut, das Ding ist ja noch größer. Was ist das hier? Ach, das ist das hier, ja. Ja. Gerne. Haut mir Vorschläge rein. Ich bin mit meinem kreativen Rad am Ende. Was ist das Ding hier? Das ist auch zu groß. Das wäre auch noch natürlich nicht schlecht, aber das ist auch zu groß. Alles ist zu groß. Was ist das hier nochmal? Was ist das nochmal? Ach, das ist die Raupe offen. Bin ich jetzt auch wieder gefahren, so eine Raupe in echt. Aber die, wo die Wagen sich in die Kurve quasi so neigen, auch sehr geil. Hat richtig Spaß gemacht. Hätte nicht gedacht, dass die Dinger so abgehen. Ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Gut, also, Platz ist nicht mehr viel da. Was eigentlich mit dem Aussichtsturm? Wo ist der eigentlich? Ist der hier? Hier? Nee, auch nicht, ne? War der eben da? Wir haben schon ganz schön viele Möglichkeiten hier, ne? Das ist DLC-mäßig. Ich hab, ja, okay, ja, so, warte mal. Ich will jetzt noch mal wenigstens den Aussichtsturm sehen. Da ist er nicht. Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Screamer? Das könnte er sein. Ah, ja. Okay, oh, Alter, ist das fett. Viel zu groß, um hier hinzugehen. Oh, ich finde das aber auch ein riesen Turm ist das, ne? Guckt euch das mal an, wie hoch der ist. Im Gegensatz, ich dachte ja schon, das ist hoch, aber das Ding ist ja noch höher. Oder den! Den da oben drauf stellen. Viele Möglichkeiten, aber es muss hier langsam mal echt alles zugebaut werden. So ist der Plan und ihr könnt ihn verfeinern und wir können das zusammen gemeinsam schaffen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr für Kommentare habt und mal schauen, wann es weitergeht, weil wahrscheinlich werde ich am Wochenende tatsächlich das erste Video zu Planet Zoo euch zeigen. Und ja, seid gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich über ein Like. Damit könnt ihr einfach mal zeigen, ja, Basti, super, was du da machst. Kostet nichts, kostet nur einen Klick. Mehr müsst ihr gar nicht machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche, einen schönen Abend und eine gute Nacht und einen guten Tag und einen guten Morgen. Und so weiter und so fort. Ciao.